Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und superleichten Platin mit dem neuen Spiel von Chili Dog Interactive, Mr. Proco and Company. Das Ganze könnt ihr kaufen. Für 4,99 € gibt es für PS4 keine PS5-Version. Und ja, wie ihr schon gehört habt, Chili Dog Interactive, das bedeutet, wir machen das Ganze wieder mit einem Cheatcode. Wie immer, ja, dann dauert das Ganze hier roundabout 3 bis 5 Minuten. Hier einfach wieder den Code eingeben, den ich euch wie immer einblende. Und dann seht ihr schon oben links im Eck, ja, mit L1 können wir dann die Level überspringen. Und dann startet ihr hier einfach ein neues Spiel und müsst dann lediglich noch kurz hier warten, bis das hier fertig ist. Ja, und teilweise habe ich auch immer wieder Kommentare unter den Spielen von Chili Dog Interactive, dass bei manchen der Cheatcode nicht funktioniert. Ja, ich kann euch leider nicht sagen, warum das bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Kann ich leider echt nicht nachvollziehen. Ich würde sagen, vielleicht gibt er den Code falsch ein. Aber das wäre schon krass, ne, wenn so viele Leute den Code falsch eingeben. Ja, also entweder spielt ihr das Spiel später und die Codes sind nur bis zum gewissen Zeitpunkt, der ist, kann man den Cheat nur verwenden, ja, dass es danach nicht mehr geht, aber ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Also ich hatte bisher noch nie Probleme mit den Codes hier, das hat bei mir bis jetzt immer funktioniert. So, wir überspringen das Ganze jetzt hier dementsprechend mit L1 und drücken dann Kreis für das nächste Level zu starten. Und dann gibt es auch schon die ersten Trophys. Also einfach nur L1 und dann mit Kreis weiter ins nächste Level. Und dann geht das hier rucki zucki. Ihr könnt das Spiel natürlich auch gerne normal spielen, ja, wie es euch beliebt. So, hier können wir leider nichts skippen. Ja, das müsst ihr euch dann leider dementsprechend immer kurz ansehen. Ja, also es gibt hier keine Möglichkeit, das Ganze weiterzumachen. Ja, deswegen kann das Ganze bis zu 5 Minuten dauern. So, dann geht es hier weiter und dann können wir wieder... Hallo? So, jetzt. Haben wir geskippt. Dann kommt sowas wieder. Ja, ihr seht. Ja. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es nur eine Minute. Dann können wir hier wie wahnsinnig auf dem L1-Button rumhämmern, um die Level zu überspringen. Aber manchmal, ja. Ihr seht's. Ne? Bum, bum, bum. Ja, sorry, aber wer die Platin will, muss da durch, liebe Leute. Aber ich schätze mal, es sind wie immer, ich habe gar nicht geschaut, ehrlich gesagt, es ist ja meistens immer alles gleich, es sind wohl 12 Trophäen. Es können natürlich jetzt auch mehr sein, also in der Regel sind wir da meistens bei 12 Trophies. Aber es können tatsächlich ein bisschen mehr sein diesmal. Es können sogar tatsächlich 20 sein. Ich habe vorher gar nicht geschaut, aber ich werde es natürlich dann dementsprechend wieder bei der Videobearbeitung vorne in die Info mit reinschreiben. Das können tatsächlich diesmal echt ein bisschen mehr sein. Ja. Ja, also plant auf jeden Fall mal 5 Minuten für diese Platin hier ein, ne? So, jetzt kommen hier auch schon dementsprechend die Gold-Trophys. Zack. Da haben wir schon bei 65%. Holy shit, Mann. Aber da kommt er direkt so mit, ne?
The Broccoli. So, da haben wir sie, die begehrte Platin. Oh yes, you have unlocked all the trophies in the game. No, you can eat normal food, burgers, hot dogs and delicious steaks are waiting for you. Joa, da hat wohl der Brokkoli hier da schön das ganze Fast Food platt gemacht, liebe Leute. Gut, und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert das Ganze für ein bisschen Feedback, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.